Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Affengarten St. Shepherds. Heute geht es um die Chamaerops humilis, also die Zwergpalme. Ist eigentlich eine Zimmer- und Kugelpflanze und ist beheimatet in den westlichen Mitteleuropäern. Bei uns in den Breiten wird sie oft als Zimmerpflanze oder Kübelpflanze während der Sommermonate kultiviert. Bei uns steht sie jetzt auch hier draußen, wird aber bald reingeräumt ins Winterquartier. Bei Frosttemperaturen mag sie gar nicht. Man könnte sie eventuell mit einem Heizkabel draußen kultivieren, aber wer will das schon bei den Strompreisen momentan? Deswegen, wie gesagt, kommt sie bei uns auch rein. Sie unterscheidet sich im Wuchs auch zu den herkömmlichen Palmen. Sie wächst mehrstämmig, mehr buschig und bleibt daher auch mehr kompakt. Sie gilt als einer der kleinsten Palmen und wird im Kübel gerade mal 2 Meter. Ausgepflanzt kann sie bis zu 5 Meter werden im Durchschnitt. Die Blätter von der Chamaerops humilis sind tief geschlitzt, halbkreisförmige Fächer und die Blattstiele sind an der Oberseite gewölbt und mit Dornen bewehrt. Sie haben eine Farbe zwischen dunkelgrün bis blaugrün. Und die Blattunterseite seht ihr ja hier bei der auch ganz gut. Wenn der Neuaustrieb rauskommt, ist so wachsartig, so weiß. Die Blüten von der Chamaerops humilis kommen von April bis Juni. Sie sind lang, goldgelb und also die Blütenrispen sind lang, goldgelb, so ungefähr 15 bis 20 cm. Die Früchte, das sind Steinfrüchte und die haben eine rot-orange Farbe. Der Standort der Chamaerops humilis sollte von Mai bis Oktober, wenn sie draußen kultiviert wird, sonnig, halbschattig und im Haus ebenfalls sonnig sein. Die brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit und im Winter, also im Winterquartier, sollte es hell, luftig und kühl sein, bei 5 bis 10 Grad. Im Frühjahr kann man sie dann gegebenenfalls wieder rausstellen, aber man sollte auch hier drauf achten, dass man sie langsam an die Sonne gewöhnt, weil auch hier eine große Gefahr von Sonnenbrand besteht. Das Substrat der Chamaerops humilis sollte grobkörnig, gut durchlässiges Substrat sein. Es braucht einen mäßig hohen Humusanteil und ein paar Teile Lehm und viel Sand. Bei Bedarf kann man auch noch Kleeton oder Lavagrus oder Kies dazu mischen. Haben wir jetzt in dem Fall auch gemacht. Die Chamaerops humilis ist ein Tiefwurzler, deswegen sollte man sie durchgängig gießen, sodass halt alle Erdschichten auch befeuchtet sind. Beim Düngen sollte man ungefähr einmal wöchentlich vom Frühjahr bis Herbst düngen. Entweder nimmt man dann einen Flüssigvolldünger oder einen Stickstoffdünger oder halt einen Langzeitdünger, da muss man das nicht einmal wöchentlich machen. Beim Umtopfen muss man gucken, die Chamaerops humilis ist so langsam wachsend. Das heißt, Umtopfen braucht man hier nur alle paar Jahre. Wenn die Wurzeln sich schon aus dem Topf schieben, das sieht man dann ganz gut. Leider habe ich jetzt gerade dafür nicht unbedingt ein Beispiel, weil bei uns dieses Jahr alle umgetopft worden sind. Der beste Zeitpunkt zum Umtopfen wäre Frühjahr oder Frühsommer. Das Pflanzgefäß müsst ihr auch darauf achten, dass das dann ausreichend tief gewählt wird. Weil, wie gesagt, das sind Tiefwurzler, die brauchen ein ausreichend hohes Pflanzgefäß. Schneiden muss man nicht unbedingt die Chamaerops. Halt nur, wenn die Blätter ganz vertrocknet sind. Solange da noch ein bisschen Grün dran ist, kann man die ruhig belassen. Die Pflanze zieht sich dann die ganzen Nährstoffe noch aus den Blättern raus. Die Vermehrung von der Chamaerops humilis ist selten durch Kindel. Die kann man im Frühjahr auch ablösen und neu einpflanzen. Das Ganze gestaltet sich aber ein bisschen schwieriger als gesagt. Wir haben es schon probiert. Einige haben es überlebt, aber viele haben es leider auch nicht geschafft.
Deswegen sollte man dann eher auf die Samen übergreifen. Das ist dann viel einfacher zu bewerkstelligen, dies zu vermehren. Und da sollte man halt im Frühjahr anfangen. Da sollte es warm, hell und bis zur Keimung sein, also bis die Samen gekeimt haben. Und wie gesagt, das ist eine langsam wachsende Palme, also müsst ihr auch viel Geduld mitbringen. Bei den Krankheiten und Schädlingen kann man sagen, dass Spinnmilben, Schildläuse und Wollläuse vorrangig sind hier in unserem Breiten. Das liegt aber auch nur daran, dass die im Winterquartier meistens sehr trocken stehen. Und da muss man dann halt auch ein bisschen drauf achten, dass ihr da gegen vorbeugt, beziehungsweise wenn ihr einen Befall habt, dass ihr dann halt auch den Befall eindämmen tut. Wissenswert ist noch zur Chamaerops humilis, sie wird als Zierpflanze genutzt. Die Blattknospen werden auch als Gemüse verzehrt in manchen Ländern und die Fasern werden zur Polsterherstellung oder Besenherstellung genommen. So, das war's jetzt auch schon zur Chamaerops humilis. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch viel Nützliches gebracht, ihr konntet Neues lernen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da, kommentiert, wenn ihr noch Fragen habt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi!